Der Furry FM Sarkazmus. Die Show, die nicht auf den Hund gekommen ist. Mit eurer Gastgeberin, Lelo. Und damit ein herzliches Willkommen hier beim 32. Sarkazmus in diesem wunderschönen, heißen Juliabend, den wir hier haben. Ich begrüße euch mit den Händen. Das seht ihr aber nicht. Ist egal. Wir sind hier nicht alleine heute, um mal den gängigen Spruch des Radios zu benutzen, den der Kane geprägt hat. Ich habe heute zwei tatkräftige Moderatoren an meiner Seite und Genius. Und Genius. Dankeschön. Nein, Genius ist auch ein tatkräftiger Moderator. Hallo Genius. Ja, hi. Alles gut hier. Und dann hätten wir noch den Bluti. Hallo Bluti. Hi. So, und wir sind heute quietschvergnügt drauf, mehr oder weniger. Unser Thema heute ist ausgefuchst und abgeluchst, beziehungsweise ausgefuchst, abgeluchst. Und da möchte ich mich an der Stelle gleich mal bedanken an unsere coolen Zuhörer im Live-Chat, denn mir sind langsam so ein bisschen die coolen Wortspiele mit Tiernamen ausgegangen und der Live-Chat hat mir da ordentlich unter die Arme gegriffen mit Vorschlägen. Also vielen Dank dafür. Und passend zum Thema geht's heute unter anderem darum, dass wir mal ein paar Sachen offenlegen müssen, die im Fandom wohl inzwischen zum guten Ton gehören oder beziehungsweise gebilligt hingenommen werden. Zum Beispiel eben das Abkupfern von Einzelteilen für Fursuits, bis hin zu ganzen Fursuits, die einfach abgekupfert werden. Keine schöne Sache, widmen wir uns gleich der Sache. Wir fangen aber erstmal mit was Positivem an. Und zwar geht's um, ja, richtig, Genius erzählt uns von seinen heutigen Toilettengeschichten. Erzähl. Toilettengeschichten. Also, erstmal. Nein, okay, genug reicht, dankeschön. Gut. Nein, eigentlich wollte ich mit dem ersten Thema anfangen und das ist Podcast. Und ich weiß, dass sehr viele Leute meinen Sarkazmus hören, auch auf die Art und Weise, wie man einen Podcast hören würde, nämlich irgendwo auf Spotify oder auf Soundcloud oder sonst wo. Und ich empfehle hin und wieder mal ein paar gute Podcasts und mir ist jetzt einer unter die Finger gekommen, den ich wahnsinnig empfehlen möchte. Der ist wahnsinnig lustig und irgendwie auch immer, also fast immer aktuell, die aktuelle Folge ist leider sehr politisch am Anfang, aber am Ende wird es sehr, sehr, sehr lustig und hat lustigerweise auch was mit dem Furry-Fandom zu tun. Und zwar geht's um die Ratsherren. Findet man auf www.superkreuzburg.de unter die Ratsherren. Die aktuelle Folge ist die 46. Die gibt's auch auf YouTube zu sehen unter die Ratsherren. Wenn ihr da mal einfach guckt, findet ihr die auch. Die nehmen sich inzwischen nämlich auch beim Podcast selber nochmal mit Kamera auf, damit das Ganze auf YouTube auch ein bisschen optisch hinterlegt ist. Das machen wir hier hoffentlich nie, weil dann muss ich mir was anziehen. Erstmal so Gaming-Szenen hinten dranlegen, so wie irgendwer durch eine Minecraft-Welt läuft. Ganz, ja, ganz das, berühmtes das Zeug. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ja. Aber um auf die Sache zurückzukommen, warum ich die denn empfehlen möchte, worum geht's bei denen? Eigentlich ist es ein ganz, schwer zu beschreiben, was sie machen. Sie lassen sich Fragen zu allen möglichen Sachen schicken. Keine persönlichen Fragen, sondern eher solche Was-wäre-wenn-Fragen. So zum Beispiel, wenn einer ein Problem hat mit, keine Ahnung, da gab's mal einen eingeschickt, dass er mit zwei Frauen zusammen ist und wie soll das jetzt der Dritten erklären und solche Sachen. So richtige alltägliche Probleme. Ja, solche Sachen eben. Oder die Frage, was war zuerst da? Der Name Sandwich oder das Sandwich? Das sind wirklich tiefgründige Diskussionen, die daraus entstehen. Oh ja, und die sind wahnsinnig lustig. Das sind irgendwie Fragen, die so ein 14-Jähriger sich auf gutefrage.net ausdenken würde. Es ist traumhaft, ja. Das erste, was mir dabei in den Kopf kam, war diese Seelensorge von diesem Typen auf YouTube. Wie hieß denn der? Ach, verdammt. Domian. Der hat immer so ein Joker-Bild gehabt auf YouTube. Also, oh, keine Ahnung. Julian Seelsorge, genau, Julian Seelsorge, siehst du. Der hat auch mal so hatte das ziemlich aggressiv gemacht. Immer so in der Richtung lief das auch. Keine Ahnung. Kenn ich tatsächlich nicht. Muss ich mal gucken.
Ja, um jedenfalls auf die aktuelle Folge mal von denen zu kommen. Ich habe die erst vor einer Weile entdeckt und höre mich momentan wieder quer durch. Ich habe erst die letzten Folgen, die kommen wahnsinnig unregelmäßig. Also wer denkt, unsere Folgen von unseren Sendungen sind schon manchmal unregelmäßig, bei denen ist manchmal ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr gar nichts. Und dann kommt eine Folge und dann kannst du wieder ein Viertel, ein halbes Jahr warten. Aber die Folgen lohnen sich wirklich. Und jetzt im aktuellen hatten sie zum Beispiel die Themen, warum bekommt man eigentlich Pickel? Was eine, um mal ein bisschen zu spoilern, eine super Auflösung hat. Ich will's wissen. Die Frauen sind nämlich schuld, weil dass die Pickel ja nur entstehen, weil der Körper sich ja noch entwickelt. Und würden die Frauen einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen und die Kinder austragen, bis sie wirklich komplett entwickelt sind, also eben 18 Jahre länger, dann hätte kein Mensch auf der Welt Pickelprobleme. Ich habe einen Einspruch. Also, mal davon abgesehen, ich weiß nicht, ob ich das so lange in diesem Bereich ausgehalten hätte, so ganz ohne meinen PC und McDonald's, also. Aber du wärst doch da, wieso McDonald's kann Sido essen und du kriegst das dann intravenös, beziehungsweise über Bauchnabel? Das ist nicht dasselbe und nee. Ja, der Geschmack verändert sich dann dezent. Und außerdem, wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde ich, komme ich mit den zwei, drei, verbinde die Punkte Pickel in meinem Gesicht durch die Pubertät doch besser klar, als wenn ich noch weitere Jahre in, ich hab Angst. Ach so, ja, übrigens, hallo Mama, falls du gerade zuhörst, was sie zum Glück nicht tut, aber, ne, hallo Mama, Grüße gehen raus an dich. Okay, Grüße an Genius Mama. Komm bitte, Mama, ich hab dich lieb, bitte steck mich nicht wieder zurück. Wir müssen mal so einen furry-fandom King-Counter einfügen, der immer, wenn wir so eine Anspielung machen, so eins höher geht. Oh, weil das ist literally irgendwas, was Furries mögen, bestimmt. Und ja, den Fetisch gibt's. Also, pretty disgusting shit. Also, ich kann wirklich, wie gesagt, diesen Podcast, die Ratsherren, sehr empfehlen. Ist wirklich sehr lustig, auch diese Diskussionskultur, dass wirklich aus jeder Frage, auch wenn sie noch so dumm klingt, eine wirklich tiefgreifende und wirklich ernsthafte Diskussion wird, was ich sehr, sehr lustig finde. Und wie es auch so kommen musste, da entdecke ich diesen Podcast, bin begeistert und dann ist das letzte Thema in diesem Podcast das Furry-Fandom. Und ich dachte, nein, warum muss das sein? Weil die sind eigentlich, kommen die aus dem Gaming-Bereich, mehr oder weniger, aus unterschiedlichen Kategorien. Es hat sich aber tatsächlich dazu jetzt mal ein Furry durchgerungen, da eine Frage hinzuschreiben. Und das ist so dieser typische Furry-Cringe. Also, wo ich das mitgehört habe, habe ich gedacht, Alter, das habe ich schon tausendmal gelesen, genau diese Sache. Oh, da könnte ich wieder uns. Worum genau ging es da eigentlich dann? Es hat einer die Frage eingeschickt, dass also er hat gemeint, er ist selber Furry und hat sich vor seinem Kumpel geoutet. Und der ist damit okay und zieht ihn ein bisschen damit auf, manchmal ein bisschen mehr, als er möchte. Ah. Aber es ist soweit cool damit. Und dann hat sein Kumpel rausgefunden, dass er selbst sich auf Facebook Nachrichten schreibt. Also mit seiner Furry-Alter-Ich. Also er weiß nicht, wie dieses Persona bzw. sein zweites Ich in dem Sinne heißt, hat sich aber selber, warum auch immer, aus Roleplay-Gedanken, ich habe keine Ahnung, mit seinem Real-Life-Account und seinem Furry-Account Nachrichten öffentlich geschrieben. Und weil der Kumpel anscheinend nicht so besonders dumm ist, hat er irgendwann gemerkt, hä, kann das sein, dass du das bist? So, und jetzt ist halt die Frage, was soll ich tun? Ich glaube, er hat mich durchschaut, Hilfe. Und für Außenstehende aus dem Furry-Fandom ist allein schon dieses, ich habe mir selbst eine Nachricht geschrieben. Weil also, das ist auch für Leute im Furry-Fandom verstörend. Ja, aber im Furry-Fandom habe ich es tatsächlich schon sehr oft gesehen, dass sowas passiert. Warum? Naja, es ist halt das ideale alter Ego, mit dem Leute halt, wenn sie keine Freunde haben oder Freunde haben möchten, immer so tun können, als wäre eine echt voll coole Person dort. Ja, oder das Gegenteil. Also ich kenne eher das Gegenteil, dass einer sich einen Fake-Account macht nach dem und der ihn beschimpft. Und er dann um quasi die Solidarität von allen Umstehenden bettelt, dass die halt so für ihn in die Bresche springen und Otto Armer und Alter. Das erinnert mich an eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und zwar ist das wirklich so ein Ding? Keine Ahnung. Sorry fürs Unterbrechen. Das also ist das wirklich ja, sowas, was das ist weit verbreitet. Wird? Das ist tatsächlich weit verbreitet, ja. Und bei einem Account reicht da nicht. Also ich kenne Leute mit 3, 4, 5 Accounts. Ich will nicht wissen, wie du in solche Kreise gerätst. Ist das an dir wieso ist das an dir vorbeigegangen, Genius? Ich dachte, du bewegst dich in den gleichen Kreisen. Es ist aber zu ihm auch nicht mehr so oft. Es passiert gar nicht mehr so oft, wie es damals mal war. Das ist also inzwischen ist ja Facebook so ein bisschen am Sterben. Da ist auch Gott sei Dank diese Mentalität damit am Sterben.
Ganz davor war es ja noch auf so Sachen wie, scheiße, wie hieß denn das früher, das Facebook für Schüler, SchülerVZ. Und solche Sachen. Gott! Ja, da lief das auch noch. Die haben mich ja damals voll gemobbt auf den Ding, weil ich ein Katzenbild gepostet habe. Siehst du? Siehst du? So passiert das. Hättest du dir einen Fake-Account gemacht, hättest du dir Solidarität zu sprechen können. Boah, meine Solidarität! zu dem Thema eigenes, zu dem Thema Furry-Account und normalen Account schreien, da kam halt diese lustige Geschichte in meinen Kopf. Und zwar haben wir damals, habe ich dann mit einer Freundin, einen Typen verarschen wollen, der sehr, sehr lüstern war, der immer unbedingt jede Frau haben wollte, aber halt Furry-Frau, er wollte, es war halt ein Furry, der wirklich so ziemlich jede einzelne weibliche Furry unbedingt für sich haben wollte, weil er der Meinung war, er wäre so alleine, möchte unbedingt das tun, worüber ich nicht reden darf, weil ich zu jung bin. Und da haben wir uns irgendwie veräppeln den einfach mal. Also habe ich mir zusammen mit einer Freundin zwei Fake-Accounts gemacht. Mit zwei unterschiedlichen, haben uns jeweils eine Sona malen lassen und haben uns diese Accounts gestaltet und haben dann jeweils versucht, ihn unterschiedlich anzumachen und haben beide gleichzeitig mit ihm geflirtet. Und er hat sich dann halt, da haben wir richtig rausfinden können, was für ein asozialer Wichser er eigentlich war. Entschuldigung, oh, tut mir leid. Ist schon in Ordnung, ich kann es mir denken. Lass mich raten, er hat der einen gesagt, hey, ich bin Single, und der anderen hat er gesagt, nee, ich habe gerade keine andere, mit der ich schreibe. Nicht ganz, nein, er hat zu beiden gesagt, dass er mit ihnen zusammen sein möchte. Ja, ja, logisch. Und er hat auch mit, Grüße beiden gehen hierbei raus an jedenfalls, und der hat auch mit beiden ein unanständiges RP gemacht. Bei meiner Figur hat das ein Glück, was 2 Stunden gemacht hat, habe ich dir gesagt, ich muss nach Hause. Ich hab einfach geschrieben, ich muss aufs Klo oder so. Ich hab's jetzt möglichst schnell abgebrochen, weil das echt gruselig war. Aber ja, jedenfalls, und dann am Ende haben wir es aufgelöst und seitdem haben wir nie wieder was von dem gehört. Das ist faszinierend. Ja, wahrscheinlich ist er jetzt so gepusht, dass er es bei anderen in Real Life probiert, gleichzeitig, und naja. Ja, wir haben sie aufgelöst. Ich denke mal, entweder ist er jetzt schwul geworden oder er hat sich komplett ausgezogen. Also wenn man sowas, das ist aber ein großes Problem, wenn man sowas nicht auflöst, dann entsteht bei den Leuten ein ganz falsches Selbstwahrnehmungsbild. Eben, darum haben wir sie aufgelöst. Ja, das ist gut. Schön. Habt ihn leiden lassen, das finde ich in Ordnung. Ja, weiter so, bitte. Hat Spaß gemacht. Also generell wissen wir jetzt, welche Leute sich mehrere Accounts erstellen. Aus Experimentierzwecken, ne? Also ja, natürlich. Erstmal den ganzen Live-Chat dafür anwerben, also macht das bitte auch mit jedem, den ihr kennt. Das ist freundschaftlich, also das fördert Freundschaften. Also ich sag mal ganz ehrlich, es wäre mir zu viel Aufwand, es ist doch Stress. Also ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, meine Cousine hat mir eine Zeit lang bis zu 7 verschiedene Persönlichkeiten per Accounts unterhalten. Und die haben sich auch alle miteinander, es war quasi ein Familienkonstrukt, wie die zusammengehören. Und dann hatten die sich gegenseitig das schon. Und die hat sich da so reingekniet, dass sie irgendwann mit ihren eigenen Persönlichkeiten gestritten hat. Das ist so anstrengend, wenn ich mir das mal angucke. Ah! Also so Leute, die könnten doch echt in so ein Hollywood-Drehbuch rein. Ohne Witz, also, das wäre so der nächste Psycho-Thriller. Oh, Alter, ich bin so scheiße heute. Triller. Komm, ich geh mich erstmal vergraben. Das ist Triller! Ja, genau. Triller! Was ist los mit mir? Oh Mann, und ich habe nicht mal Alkohol gesoffen. Ich glaube, das ist das Problem. Wartet mal kurz. Ja, ich habe dir gesagt, bereite dich heute für die Sendung vor. Aber was machst du? Nicht saufen, ja, sorry. Was für ein schlechtes Vorbild. Ja, also wenn ihr die ganze Story hören wollt, dann guckt euch mal auf jeden Fall auf www.superkreuzburg.de die Ratsherren an. Ich kann es nur empfehlen, ich tue den Link auch mal gerne in den Live-Chat schicken. Okay, es geht ja auch schon los. Und dann könnt ihr euch das mal selber anhören, und die sind wirklich wahnsinnig lustig. Also es gibt so viele Themen, wo ich so herzhaft lachen musste. Also das ist am Anfang direkt ein Politikthema, das ist nicht so doll. Das ist aber wirklich das einzige Mal, dass die echt über Politik gesprochen haben. Ich finde das sehr, sehr, sehr lustig. So, und jetzt habe ich euch das empfohlen. In dem Sinne, geht hin und höret, wenn ihr hier fertig seid und mit allen anderen Furry FM Sachen fertig seid, dann dürft ihr das anhören. Vorher nicht, weil sonst explodiert das Internet. Mhm. Hab ich gehört. Ja, und wenn es nicht explodiert, dann wird es kaputt gebettelt, denn ich gehe mal davon aus, dass einige von euch das auf Twitter schon mitbekommen haben oder auf anderen Plattformen. Momentan findet der Artfight wieder statt. Wisst ihr denn, was der Artfight ist? Oh, prepare yourself. Nee, keine Ahnung. Nee, sowas wie die Purge, nur mit Bleistiften? Oh, ich kann Bleistift verschwinden lassen. Aha! Okay,
weiter mit, okay. Weiter im getextet. Artfight ist eine, also es gibt eine Website dazu, die heißt artfight.net. Auch die poste ich gleich mal in den Live-Chat rein. Da könnt ihr selber mal gucken. Und zwar funktioniert das wie folgt. Du bist quasi Künstler. Es ist also quasi eine Challenge für Künstler. Die geht ungefähr einen Monat jedes Jahr. Und sie tun das Ganze immer in zwei Teams aufteilen. Das immer mit zwei unterschiedlichen Themen. Ich glaube, letztes Jahr war es Sonne und Mond. Und dieses Jahr ist es Dream und Nightmare. Also, und dann, wenn du dich da registrierst, wirst du einem Team halt zugeordnet. Dann tust du bei der Registration deine eigenen Personas oder Charaktere entsprechend anlegen, sodass die Leute sehen, wie die aussehen. Kannst auch mehrere haben. Und wenn dich jetzt einer, es soll also quasi damit erstmal Kunst produziert werden. Das ist halt der größte Teil. Es soll wirklich Kreativität fördern. Herausgefordert kannst du dort werden, indem du, also du kannst jemanden herausfordern, indem du von dem anderen Team jemanden seinen Charakter malst. Aber du malst den einfach ganz normal mit dem Thema, was gerade ist, also Dream oder Nightmare. Und du stellst ihn nicht irgendwie negativ dar oder so, sondern das ist also wirklich Artwork für den anderen Künstler. Und du bekommst einen Punkt dafür, für dein Team, wenn du das machst. Wenn jetzt der Künstler das sieht, dass du ihn gemalt hast, der wird ja auch vertaggt, dann kann er das beantworten, zurückbetteln quasi, indem er einen Charakter von der Person malt. Und am Ende des Monats ist halt dann die Auszählung, wer mehr Punkte hat, welches Team gewonnen hat. Also es gibt nicht wirklich was zu gewinnen bei der Sache. Ich habe schon jetzt die ganze Zeit geguckt, was ist denn hier der Kern der Sache? Kann man da was bekommen? Gibt's da Geld? Oder? Aber das ist tatsächlich, du kriegst Free Art sozusagen. So nach dem Motto, guck mal da, ich habe dich gezeichnet. So. Aber es machen einen Haufen richtig, also es machen einen Haufen richtig, richtig gute Künstler mit. Und ich verstehe nicht, warum. Du brauchst manchmal, bei manchen dieser Künstler brauchst du Jahre, um auf die Warteliste zu kommen, um überhaupt auf die Warteliste meinst du draufzukommen, ja. Und hier forderst du ihn einfach nur raus und er bettelt eventuell zurück. Ich meine, er muss nicht, aber er kann. Hä? Und ja, du musst nicht mal was dafür bezahlen? Also, ich hab's nicht ganz kapiert, warum und wieso und weshalb, aber es ist eine coole Sache. Man sieht momentan sehr viel davon, auch gerade auf Twitter. Und im Augenblick liegt Team Nightmare auch vorne. Oh, als ich vorhin geguckt habe, da waren es noch bei. Ich kann die Zahl nicht aussprechen. Das ist eine lange Zahl. Ja, das hätten sie so ändern können, von 0 bis 100 vielleicht. Also es sind inzwischen schon wieder 10.000 mehr dazu bekommen. Punkte. Also da wisst ihr, wie groß das Ding ist. Also ich bin ja für Team Nightmare. Nicht, weil die jetzt aktuell vorne liegen, sondern weil mir das mehr gefällt. Ich glaube, du kannst es auch nicht aussuchen, welches du kriegst. Ich glaube, ich bin der Meinung, es wird zufällig verteilt, weil sonst würden ja alle in Team Nightmare gehen. Weil der Unter doof ist. Keine Ahnung. Aber es ist eine coole Idee. Ich verstehe zwar nicht so richtig, warum da Superkünstler mitmachen. Wichtig ist halt, wenn man da mitmacht, noch kann man ja auch mitmachen. Es geht noch eine Woche und 6 Tage. Dann ist vorbei. Für diesen Monat, für dieses Jahr besser gesagt. Und wichtig ist halt, dass du nichts Vorbereitetes benutzt und dass du den anderen nicht seinen Charakter madig machst. Also du solltest ihn nicht irgendwie so zeichnen, dass er irgendwie leidet oder stirbt oder sonst was oder zerteilt wird oder was auch immer. Ja, yeah. Oder soll es sonst noch so stehen? Genau, und du solltest keine bestehende Base verwenden. Also einfach nur irgendwo drüber klatschen in was du vorbereitet hast, ist ja unfair dann, weil du sollst das schon in der Zeit anfertigen. Ja. Ja, und dann, die meisten machen halt nur so Bust-Shots, also nichts Aufwendiges. Naja, was haltet ihr so davon? Schreibt's mal gerne in den Live-Chat. Ich finde das eine coole Sache an sich. Ich verstehe nur nicht, warum so viele große Künstler mitmachen, die eigentlich genug mit ihren Commissions zu tun haben sollten. Ja, gut, ne? Wer sich um seine Commissions nicht kümmern will, weil er gerade andere Sachen zu tun hat, ne, der findet da bestimmt seinen Spaß. Nur so, naja. Ich finde es gerade lustig, anscheinend wurden wir gerade durch einen Serverschluck auf doppelt gehört. Oh. Ja, so gut sind wir, dass wir uns schon selber schon doppeln. Klasse. Ja, Paralleluniversum. Das mal zum Artfight. Ich finde es total interessant. Vielleicht mache ich auch mal mit. Irgendwann in einem anderen Leben, wenn ich nichts mehr zu tun und zu zeichnen habe, dann mache ich vielleicht mit, wer weiß.
Layla, ich fordere dich zu einem Art-Battle heraus. Du zeigst etwas und ich kann Strichmännchen malen. So, du musst es ja schon erkennbar machen. Das kann ich, kann ganz viele Striche malen. Oh Gott. Ich mache einen roten Strich, das passt dann. Das Rot steht für die Wut in der Linie. Deswegen hat Layla eine rote Fasone. Genau. So, kommen wir mal zu einem Thema, das mich jetzt auch erst seit gestern, ehrlich gesagt, beschäftigt hat, weil ich es da gestern gelesen habe im Telegram-Channel von den Sachsenfürst. Und zwar geht es um die East 9, die gegenwärtig stattfindet in Suhl, im Ringberg-Hotel. Das ist die, ich würde sagen, die größte deutschsprachige Furry-Convention. Die geht jetzt schon in diese Kategorie rein von der Größe her, dass also ganz früher in den Anfangszeiten von der EF haben die auch das Ringberg Hotel in Suhl benutzt und das wurde denen dann irgendwann zu klein. Ich fürchte fast, dass die East, so wie die wächst, auch bald irgendwann zu groß ist, um in dieses Hotel reinzupassen. Und die haben jedenfalls jetzt eine Info rausgegeben auf ihren Telegram-Kanal, dass doch die Bitte die Leute jetzt, weil noch Early Arrival ist, also die konnten noch nicht offiziell begonnen hat, ihre doch sehr verschreckenden und verstörenden Fursuits und Kostüme noch wegpacken sollen, bis die Con offiziell eröffnet ist. Also ich glaube, ab heute ist sie auch offiziell eröffnet, aber gestern war sie es halt noch nicht. Weil eben Kinder erschreckt werden könnten und es auch schon einige gab, die das gemeldet haben und noch normale Besucher dort im Hotel sind, die noch nicht abgereist sind. Die sollen also warten, bis sie abgereist sind. Jetzt ist die Frage, was zur Hölle macht ihr denn da? Dass da kleine Kinder und ihre Eltern Angst vor euch haben. Liebe Leute, also was die zur Eltern Hölle? Auch. Ja. Das ist so ein heikles Thema, Hörne. Ich hatte denn eine Vermutung? Äußert ruhig mal wild Vermutung. Also wir können ja jetzt vermuten, ich hab ja auch schon so meine 0815 Vermutung in den Hinsichten. Ja, dann raus damit. Weil kann ja vieles bedeuten. Das kann ja von einfach nur einem Skullbeast, was ja quasi diese Fursuits sind, die im Gesicht nur einen Schädel haben. Die eigentlich ziemlich cool sind, angemerkt. Wie gesagt, also das ist noch das Wenigste. Also ich gehe mal davon aus, was so furrifiziert wird aktuell, ist ja so ein bisschen Petplay, also ne, so Leute mit ihren Ledermasken zum Teil, die sich ja sehr in das Furry-Fandom eingegliedert haben oder das einfach zweigleisig fahren, weil, hey, ist jetzt plötzlich Mode. Also, ja, warum nicht, kann ja jeder machen, aber vielleicht nicht öffentlich so, wenn halt noch keine Con begonnen hat, keine Ahnung. Ansonsten, generell sind die irgendwie, okay, das ist jetzt eine persönliche Meinung, aber generell finde ich die irgendwie immer gruselig. Ich sag mal so, solange man damit noch keinen belästigt, ist es okay, aber in, sag ich mal, in der Fußgängerzone oder so, wenn nicht gerade Christopher Street da ist, würde ich die auch nicht gern sehen wollen. Wie stelle ich mir das denn vor? Persönliche Meinung. Wie kann ich mir das vorstellen mit der Belästigung? Sprich, dass da jetzt wirklich einer mit einem Petplay maskieren und sonst was rankommt, auf ein Kind auf der Straße zuschlägt, sich auf die Knie stellt, die Hände so vor die Brust. Oh, gibt's Bilder davon? Gibt's ja, ich weiß, ich gehe aber nicht selbst mit der Auster. Das ist, wo ich mir denke, warum macht man sowas? Ja, weil man, keine Ahnung, sonst nichts anderes Normales tun kann. Weil, ja, okay, das Kind weiß wahrscheinlich nicht, was es ist oder was es darstellt, aber es gibt bestimmt auch Kinder, die den Anblick hundertprozentig gruselig. Selbst ich finde das gruselig. Ja, also, erstmal, aber Hauptsache erstmal den Kindern näher bringen, weil die müssen es ja verstehen mit ihrem Alter. Das ist ja etwas, was Kinder definitiv verstehen und akzeptieren müssen, weil wenn es nicht akzeptiert wird, dann ist es ja schlimm. Das ist ja dann auch sein ganz könnte, schlimm. Es könnte auch sein, dass das Thema gemeint ist, weil dieses Jahr ist irgendwie so ein Herr-der-Ringe-Thema. Okay. Auf dieser Con und es steht ja auch da, bitte behaltet allzu realistische, in Klammern themenbezogene und potenziell kindererschreckende Kostüme bis morgen Nachmittag im Zimmer. Ja, das macht schon Sinn. Kann jetzt natürlich auch heißen, dass die Ringgeister gemeint sind oder so, ich weiß nicht, was die Leute gemacht haben, aber ja, das... Oh, ihr solltet vielleicht mal Furry Pet Play googeln. Das Nein. dritte Bild gefällt mir besonders Nein. gut. Oh, das mache ich jetzt. Ich mache das jetzt auch. Das hast du mich dazu gebracht. Übrigens, was da, was Aldrich da geschrieben hatte, dass die Kinder die Schädel-Suits auch schon recht verstörend finden. Ich wünschte wirklich, ich hätte das bis jetzt erlebt, weil meine Mitbewohnerin ist ja auch eine Schädel-Suiterin, also eine Skull-Suiterin. Und die läuft damit auch sehr oft gerne mal Halloween draußen rum oder auch Tage vor Halloween, Tage nach Halloween. Und ich
Ich bin auch immer dabei gewesen, aber nicht ein einziges Mal hatte ein Kind davor Angst. Die standen da hinten und haben zugejubelt, guck mal, da ist eine Kuh, guck mal, da ist eine Kuh. Alter, was kennen die denn für Kühe, die im Gesicht einen Schädel haben? Ach du Scheiße. Irgendwas muss falsch sein mit der heutigen Jugend, aber ich finde das interessant. Ich glaube, bei mir sind die Bilder so ein bisschen anders. Also, Lando, du musst mir das mal schicken. Ich sehe da nur irgendwelche YouTube-Thumbnails und so ein Kram. Ist auch besser so. Weil es gerade auch im Live-Chat eben stand, wir wissen da wirklich nur im Augenblick, das sind alles Vermutungen, aber ich kann das auch wirklich nachvollziehen, gerade bei den Skullbeasts. Ich bin immer der Meinung, wenn ein Fursuit ein gewisses Aussehen hat, es gibt ja auch welche mit Narben und ein blindes Auge und solche, und die wirklich sehr realistisch gehalten sind und vielleicht mit Blut verschmiertem Maul, das gibt's auch alles. dann kannst du aber, wenn du den trägst, nicht so acten, als wärst du Mickey Maus. Das ist durchaus wahr. Ja, das stimmt. Ich meine, das geht schon, aber ich glaube, die ganzen Fursuiter vergessen manchmal, dass ihr Suit aussieht wie aus einem Horrorfilm, so dann und denken dann noch so, hey, ich bin so cute, wuh. Und von außen denkt man dann, das ist irgend so ein Vieh, das gerade versucht, mit sowas Lust, das sich freut, weil das jetzt die nächsten 2 Sekunden deine Eingeweide rausschneiden wird und damit alles zu Weihnachten dekorieren wird. Mir ist das auch schon mal bei einer anderen Gattung aufgefallen, bei der ich ein bisschen mich über die Lore schlau gemacht hatte. Und bei der Lore stand was drin von wirklich mystisch und geheimnisvoll und selten und zum Teil auch wirklich gefährlich und blutrünstig. Und dann sehe ich, wie in einem Video so ein Viech auf dem Boden, auf dem Rücken rumrollt und am Bauch gekrault werden will. Und ich denke mir, yo, genau. Das ist's. Wo wir gerade bei diesen Themen sind, fällt mir auch gerade, wenn es doch andere Suit-Arten, die wahrscheinlich auch unter diese Regel reinfallen könnten. Es gibt ja auch einige Viecher, Entschuldigung, falsche Wortwahl, einige Suits, die halt sich mit einem Knopfdruck oder so aufpusten oder halt so richtige Fetisch-Suits, sag ich mal. Wo man ja dieses super Standardmerkmal hat hier. Trägt eine Hose, denkt, okay, wir wissen Bescheid. Also ich weiß nicht, ob das so was Gutes ist, keine Ahnung. Also versteht mich da bitte nicht falsch so, aber aus irgendeinem Grund sehe ich so Kram halt nicht passend für das Fandom so. Also ist auch so, jeder kann halt machen, was er will. Das ist, ich meine, ich habe da jetzt nicht irgendwie was zu verbieten, das will ich auch gar nicht, aber ich sag mal so, gewisse Suits, die gewisse Merkmale haben, um gewisse Mentalitäten anzusprechen, wenn ich jetzt mal so neutral sein darf, wie ich. Wunderbar, muss. Neutral ausgedrückt. Die haben da halt einfach nichts verloren, weil sie halt nicht auf normale Aktivitäten primär ausgelegt sind, sage ich. Und das ist ja eben das Schöne an der Con, da hast du abends oder nachts die Fur-Dances und du kannst deine ganze Nacht durchs Hotel tigern, da gibt's keine Bettruhe oder irgend so eine Scheiße. Du kannst da die ganze Zeit da rumwuseln, aber doch bitte nicht zur Mittagszeit, wenn die Mutti mit ihren 5 Kindies da ist. Und wenn möglich nicht in deiner Windel oder sowas. Ja, oh mein Gott, ich kann vor allem auch einfach nicht verstehen, wie manche Leute sich da überhaupt nicht unwohl fühlen. Ich habe ja einige Leute, laufen ja mit solchen Suits rum. Weil so als Beispiel, ich habe mal letztens auf der EF durfte ich für jemanden einen Suit tragen. Habe ich mich super gefreut. Ich kann das mal ausprobieren. Das war auch alles gut. Danach kam noch eine zweite Person, die mir auch ihren Suit anvertraut hat. Der war zwar an sich gut gebaut, aber muss man sich vorstellen, ich musste dabei halt eine Jeanshose tragen normalerweise, musste aber so einen Rock drüber haben. Weil das halt so eine Femboy-Figur darstellen sollte. Oh, an sich war das Suit ja wirklich ganz gut verarbeitet, bis auf das mir die Ärmel nochmal runtergerutscht sind. Aber ich habe mich trotzdem mega unwohl gefühlt, weil da waren halt ein paar Kinder, die halt vor mir standen. Das war mein erster Kontakt in einem Suit mit einem Kind. Ich dachte mir, oh scheiße, was mach ich jetzt? Und hab einfach so irgendwie ja, genau. So ein bisschen damit hier rumgespielt. Und ich habe die ganze Zeit diesen bösen, stechenden Blick der Mutter gehabt. Im Hintergrund stand, weil ich genau wusste, ich weiß genau warum. Weil diese Hose, dieser Rock und bestimmt guckte irgendwo wegen dieser Ärmel ein bisschen Haut bei mir raus. Das hat mich richtig, richtig unwohl gefühlt bei. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie manche Leute das wirklich machen können und das für sie komplett in Ordnung ist. Das wird einfach wegignoriert. Weißt du, das ist so, man weiß das am Anfang noch, dass es irgendwie anderen unangenehm ist, aber weil das ja so die eigene Persönlichkeit widerspiegelt, so nach dem Motto, ich sag jetzt mal wirklich das Wort Fetisch, so dieser Fetisch oder diese Mentalität, so nenne ich das mal, ich umschreib's doch wieder, diese spezielle Mentalität, die widerspiegelt meine Persönlichkeit so ein bisschen
Und das gehört halt so zu mir, dass ich das einfach, ich sag jetzt mal, den generellen Missmut der Öffentlichkeit, den ignoriere ich dann weg, weil es ist meine Persönlichkeit, die muss respektiert werden. Ja, jeder muss wissen, dass ich eine gewisse Vorliebe für manche Sachen habe und damit müssen dann andere leben und nicht ich. Aber das ist eben das Problem, da muss man ja auch dran denken, man repräsentiert ja nicht nur sich selbst, man repräsentiert ja die gesamte Gemeinschaft, also jeden Furry quasi. Wie gesagt, wir spekulieren hier und es betrifft jetzt auch nicht wirklich nur die East, es geht jetzt, wenn die EF anfängt im August, wird es da genau das gleiche sein. Wie steht ihr denn generell dazu, zu Early Arrival schon im Fursuit in dem Hotel rumlaufen, obwohl die Con noch nicht gestartet hat? Es gibt Leute, die kommen eine Woche vorher ins Estrell Hotel und fangen schon da an, mit dem Fursuit rumzulaufen. Finde ich eigentlich... Wenn ich ganz ehrlich sein darf, das finde ich eigentlich überhaupt nicht verkehrt, weil solange das Suit ja dann wirklich artengerecht ist und halt wirklich zur Anschauung gilt und nicht irgendwie irgendwas Unanständiges bei sich hat, ist ja Suit ja unter anderem da. Sie stellen sich ja manchmal. Ich finde es aber trotzdem oft tatsächlich. Sorry, falls ich dich da unterbreche. Ich war ja noch nicht ganz fertig. Meinst du, cool? Eine Sekunde, ein Satz. Ja, klar. Und zwar, man geht ja auch auf eine öffentliche Straße oder in der Mitte von einer Stadtteil, wo man auch mit so einem Suit gerne rumläuft. Und da ist es ja auch exakt dasselbe System. Eine normale Umgebung, normale Menschen. Und da kommt da irgendwas Flauschiges an. Und sowieso, die Leute, gerade bei der Eurofluence, wissen eigentlich im Vornherein Bescheid, warum das da eine Woche über gesperrt ist, warum man sie da nicht einschicken kann. Und eigentlich muss man mit sowas rechnen, dass da plötzlich was Flauschiges steht und deine Kinder knuddeln möchte. Also. Ja, wobei ich so sagen muss, das ist ja immer noch kein öffentlicher Raum. Das ist immer noch ein Hotel, da sind immer noch Tagungen vorher und andere Leute, die da auch beruflich einkehren müssen. Ich bin mir da nicht, also ich finde es ein bisschen merkwürdig. Ich verstehe das total, wenn nach der Con sich Leute einfach nicht trennen können vom Hotel, obwohl alles schon abgebaut ist und trotzdem noch eine Woche länger da bleiben und noch rumsuiten. Und wenn das Personal damit okay ist, ja, warum nicht? Aber dieses Early Arrival Ding, das werde ich nie verstehen. Ich finde beides irgendwie ein bisschen off. Also jeder kann, ja, wenn es ihm halt gefällt, kann er das machen. Aber ich finde halt einfach so, es passt halt auch einfach nicht, weil man ist da so alleine und mir würde das, also ich meine, ich bin generell nicht so handlich, was das angeht. Also ich würde mich jetzt nicht in einen Fursuit packen, das ist nicht meins, persönlich gesehen. Und auch so Conventions sind eher nicht so meins, aber wenn ich jetzt ein Convention-Goer wäre oder so, dann würde ich halt einfach auch sagen, ja, okay, dann mache ich das auch, wenn das alle machen. Oder nicht, weil alleine käme ich mir da auch ziemlich blöd vor, ehrlich gesagt, weil es bin nur ich, genauso wie manche sich so denken, hey, ich gehe jetzt mal alleine in der Nachbarschaft shooten, das kann man machen, aber alleine ist es halt. Naja, blöd. Wer sagt dir, dass du da wirklich alleine bist? Du kannst ja auch mit Freunden Early Access machen. Ich meine, es sind immer ein paar Leute noch auch dabei, die dann sich anstecken lassen und mitmachen, auch im Hotel schon bei Early Arrival schon zu shooten. Aber vergleichen wir es zum Beispiel mal mit der Gamescom. Wenn das ganze Messegelände eine Woche vorher noch ein Buchtreffen ist, läufst du denn schon mit dem Fursuit da rum, weil du es noch nicht abwarten kannst, dass nächste Woche dann eine andere Convention da wäre, die vielleicht was mit Furries zu tun hat? Oder anders ausgedrückt, würdest du als Cosplayer im fetten Elfen-Outfit dich schon auf die Messe stellen, obwohl das Thema dort gerade irgendwie Sachkundenbücher für Nein, Black Metal. Es ist vorher ein Black Metal-Konzert. Ui, ja, na gut, da wird es eventuell gar nicht auffallen. Warum? Also stell dir einfach vor, so, ne, da tanzt so eine Zauberfee im Tütü gerade so rum mit den Leuten, die sich hier mit Dreck beschmeißen und verprügeln und was weiß ich, was sie nicht alles machen, wenn sie Bock haben. Ja, aber also im gröbsten Sinne ist das halt der beste Vergleich. Also ich finde, wenn das gerade, es ist ja ein spezifischer Veranstaltungsort und wenn der gerade vorher nicht dafür ausgeschrieben ist, ist halt schwierig. Gerade im Hotel, da weiß man, dass da auch öfter Tagungen sind, da gehen auch Leute ein und aus. Ich habe das schon mal mitbekommen, als wir zur EF sind, dass da direkt in der Woche vorher noch eine Tagung für eine Sportgemeinschaft war. Die haben da irgendwas, keine Ahnung, ich glaube Volleyball war es oder irgend sowas in der Richtung. Und die konnten auch, da sind auch einige spät abgereist und die konnten mit den ersten Furries, die da rumgelaufen sind, überhaupt nichts anfangen. Logisch. Ja, okay. Schreibt uns aber gerne mal in den Live-Chat, was ihr denn davon haltet. Grundsätzlich ist das ja ein Thema, da kann man wirklich, also gehen die Meinungen echt auseinander. Aber vor allem schreibt mal in den Live-Chat, wenn ihr wirklich auch
mal sowas gemacht habt. Also sprich, ja, wenn outet jetzt euch mal, direkt. Genau, outet euch erstmal so nach dem Motto, hey, ja, ich hab schon mal so eine Scheiße veranstaltet hier, ja, keine Ahnung, mal gucken. Genau. Ja, okay, wir machen eine kurze Musikpause. Und ein Lagerfeuer. Da klirren schon die Teller bei Leila im Hintergrund, es gibt gleich Essen. Ja, ich hab nämlich echt Hunger. Ja, da schnarcht auch so ein Hund manchmal im Hintergrund. Der ist gerade ins Bett gegangen, die ist angekotzt davon, dass ich hier die ganze Zeit rede. Na, egal. Toll. Ja, und zwar kommt jetzt erstmal Musikpause mit Dune und Rednecks und dann sind wir wieder hier für euch da. Also dranbleiben, es wird auf jeden Fall noch ein bisschen intensiver hier in dieses Thema reingekniet. Also ich bin gespannt auf eure Meinung. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück auf Furry FM beim Sarkasmus Volume 32. Unser Thema heute ist ausgefuchst, abgeluchst. Ich habe schon verkackt. Abgestürzt. So. Alles nochmal auf Anfang. Ihr tut so, als hättet ihr nichts gehört. Ausgefuchst und abgeluchst ist das Thema hier. Und zu dem Thema wollen wir jetzt auch mal endlich kommen, nachdem wir jetzt so schön Vorspiel betrieben haben mit euch. Seid ihr denn schon ganz heiß drauf? Das ist eine Frage, die solltest du Leuten im Sommer nicht stellen. Kann ich mir was anzeigen? Nein. Warte, ist mir übrigens aufgefallen. Der wievielte Sarkasmus ist das nochmal? 32. Ah, ist das auch das, was deinem Alter entspricht, oder? Nein, das wäre der nächste. Ah, ach so. Ach, ja, aber nächste Woche wäre es dann wieder nicht der wenn nächste. Wenn der nächste ist, ist es, ja, obwohl jetzt im Augenblick entspricht es noch egal. Ist ja auch egal. Um mal davon weiterzugehen, wir sind ja heute hier zusammengekommen, weil wir eben über Leute reden Religion. Wollen, Religion bitte nicht, das wird so ein Thema, da haben wir jetzt keine Zeit für. Aber da können wir auch mal drüber reden. Oh, ich habe extra 30 Bibeln auswendig gelernt. Na, dann kann dir Genius später die Beichte abnehmen. Okay, Und zwar wollten wir über Fürstenbau und Klaumethoden im Fürstenbaugewerbe sprechen. Und es ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, dass es das deutsche Gewerbe auch so betrifft, weil ich dachte immer, hey, cool, jetzt wieder was bei den Amerikanern gesehen, ja, die sind ja sowieso ein bisschen anders und vor allem kommt das immer aus China, ja? Also wenn irgendwer was klaut, dann sind's die, Asiaten. Ja, na gut, okay, aber da ja die ganze Fürstenkultur sowieso ihren Ursprung mehr oder weniger im Ami-Land hat, ist es ja auch meistens so, dass diese ganzen Ideen, etwas abzukupfern, auch von dort kommen. Und um das mal ein bisschen genauer zu umreißen, stellt euch jetzt einfach mal vor, ihr baut einen Fürstenkopf. Und für die meisten Leute, die nicht wissen, wie das geht, es gibt so komplette Sets, die man kaufen kann, mit einer fertigen Resinmaske, die man dann nur noch mit Fell bekleben muss, wo ein Kiefer schon drin ist, der sich bewegen kann, wo man dann auch die Zähne und quasi das Gebiss einsetzen kann, das es dazu extra zu kaufen gibt und eine Zunge aus Silikon eventuell auch. All diese Teile erstellen Fürstenbauer in der Regel selbst oder kaufen sie von anderen ab. Und das ist eben der Punkt, an dem die Klauerei anfängt. Nämlich so ein Modellieren von so einem guten Jaw-Set, wie man es im englischsprachigen Raum nennt, oder so ein Gebiss eben, ist nicht ganz einfach und setzt auch ein bisschen Anatomiekenntnisse voraus, die jetzt nicht unbedingt jeder hat, der Toonie-Sachen sonst macht. Deswegen bedienen sich auch sehr gerne sehr viele in Taxidermie-Shops, was so viel heißt, wie das sind solche Ausstopf-Shops, die tote Tiere oder Teile davon verkaufen. Oh. Gibt es unter anderem auch einige in der Schweiz, aber auch welche in Deutschland. In Deutschland ist das Ganze ein bisschen schwieriger, weil die da sehr streng mit den Auflagen sind. Aber es werden da tatsächlich Abgüsse von Originalkiefern, von zum Beispiel Hyänen, Tigern, halt alles mögliche, was du dir denkst, ein Hund, Otter. Und dann kann man sich entsprechend, wenn man wirklich realistisch bauen will, könnte man zu so einem Shop gehen, sich so einen originalen Abguss holen und dann nach diesem Abguss seinen eigenen modellieren. Es gibt aber auch Leute, die gehen den einfachen Weg und tun das halt einfach abgießen, einen Negativabdruck davon machen, sich den eigenen füllen und selbst was abgießen und dann verkaufen sie es. Ah. Und das ist halt richtig kacke, Copy-paste. Meiner Meinung nach. Würdet ihr denn sagen, das ist schon Diebstahl? Ah, das ist schwierig. Das ist vor allem auch schwierig nachzuweisen am Ende. Also ja, klar, also. Hier geben es die Leute anscheinend ja zu.
Vielleicht auch noch stolz? Ja, nein, nicht unbedingt. Das ist eben das Ding, es wird nirgendwo klar kommuniziert, aber wenn dann doch mal jemand zwei Gebisse von unterschiedlichen Künstlern der gleichen Sorte vor sich liegen hat oder er erkennt es wieder, weil er schon mal mit einem gearbeitet hat, hat dann beide nebeneinander liegen, macht Fotos und die sind identisch, weil gerade jetzt so bei einem Abguss die Zahnstellung ist ja schon eine sehr individuelle. Das ist nicht ohne Grund, werden Leute, die verbrannt sind, an den Gebiss wiedererkannt oder können daran wiedererkannt werden, weil das eben sehr individuell ist. Und so ein Abguss ist dann entsprechend auch individuell. Ja, irgendwie schon. Also es kommt halt immer ganz auf die Source an, sage ich einfach mal. Es gibt ja, glaube ich, inzwischen im 3D-Druck auch schon gewisse Fortschritte, sage ich einfach mal, wo so Dateien weitergereicht werden, wo die Leute sich dann sowas ausdrucken in ihrer benötigten Größe oder in ihrer Variation, das auch Open Source ist, also sprich, jeder darf das verwenden. Und dann gibt's halt eben das, was du gesagt hast mit dem ganzen Herzblut, was da reingeflossen ist von Leuten, die das dann auch selber nachmodelliert haben und so weiter. Ja, gut, das ist halt schwierig. Das ist echt schwierig. Dann fange ich mich auch an, irgendwie schlecht zu fühlen langsam, weil ich für meinen Suit ja rein theoretisch auch nichts Selbstgemachtes benutzen konnte. Nichts Selbstgemachtes benutzt wird. Zu viel Eis, meine Zunge ist eingefroren. Jedenfalls, weil ich weiß jetzt nicht, ob das so diese Kategorie fällt, da wir haben halt auch nichts Individuelles an Zahngebiss benutzt für meinen Suitkopf. Und ob das jetzt auch schon... Naja, das ist ja nichts Schlechtes. Aber stell dir jetzt vor, du nimmst einfach das, was du dir jetzt geholt hast für deinen Suit, und tust davon Vervielfältigung anfertigen und die dann einfach in deinen Online-Shop reinpappen und dann. Ah, so war das gemeint. Ah, genau, etwas, was du von jemand anderem kaufst, vervielfältigst. Ich sag mal so, wenn man es für den Eigengebrauch macht, sage ich, ist es ganz ehrlich eine Grauzone. Es ist zwar kopiert, man sollte sich schon ein bisschen scheiße fühlen, man sollte vielleicht wenigstens mal sagen, hey, oder, na gut, wer wird das schon offen kommunizieren? So ehrlich ist keiner, seien wir noch mal ehrlich. So ehrlich ist keiner, toll. Ja, aber so, wenn man das mit dem Gedanken im Hinterkopf macht, daraus Profit zu schlagen, finde ich das schwierig. Aber wie du schon sagtest, gerade beim 3D-Druck, ich habe eigentlich gedacht, jetzt, wo die 3D-Drucks so in Mode kommen, hört das einfach auf. Weil jetzt kann es ja jeder. Du brauchst ja nur noch modellieren. Ich meine, das ist jetzt nicht mehr so schwer wie früher. Aber es gibt Open-Source-Dateien, ist richtig. Ja, also die Sache ist halt die, 3D-Drucker sind in Deutschland in etwa so sehr angekommen wie das Internet. Also die sind hier auch noch Neuland. Ganz ehrlich, in Indien druckt sich jeder schon selber, während wir hier in Deutschland tatsächlich eine sehr, ich sag jetzt mal, geringe 3D-Druckerdichte hat. Also niemand kauft sich hier 3D-Drucker, ich weiß nicht aus welchem Grund. Aber das macht halt kaum einer. Also doch im Fursuit-Baubereich. Ich sehe sogar Kleinst-Fursuit-Bauer, die sich jetzt sowas holen. Also ich kenne kaum noch einen, der nicht mehr mit dem 3D-Drucker. Ja, aber ich dachte, ein 3D-Drucker ist scheiß teuer. Mhm. Ja, das kommt drauf an. Also die richtig guten bekommst du so ab 250 Euro ein bisschen aufwärts. Aber selbst wenn du nur 150 Euro ausgibst, kommen dabei schon okay Sachen bei raus. Mal ganz ehrlich, 250 Euro, das spart man eh irgendwann zusammen. Ich meine, es gibt ja, Leute, die davon abgesehen, Fursuit bauen. Und wenn du einen Fursuit an sich baust, gibst du ja sowieso schon einen Haufen Geld aus. Also ich denke jetzt mal auch, dass das Casten von Resin Basis ist auch nicht günstig gewesen früher. Das ist auch jetzt immer noch nicht günstig. Es ist total schwierig zu sagen, ob das jetzt mit dem 3D-Druck... Na gut, da hast du weniger Aufwand, das ist nicht mehr so viel Chemie. Du atmest nicht den ganzen Scheiß ein, es dauert nicht so... Gut, es dauert auch noch lange, aber es ist nicht mehr so der Aufwand, wie du es vorher hattest, dass du da so Abgüsse machen musstest und die dann füllen musstest und dann aufpassen, dass überall gleich dick ist oder all so ein Mist. Das hast du jetzt alles nicht mehr. Stattdessen könntest du es alles ausdrucken. Und trotzdem benutzen es die Leute immer noch, unter anderem eben bei Krallen-Jaw-Sets und eben kleine Teile, die zum Fursuit dazugehören, und kopieren sich das einfach. Und im schlimmsten Falle bieten sie es auch noch in ihrem Shop an. Und jetzt denkt an irgendeinen deutschen größeren Fursuit-Bauer, den ihr kennt. Und die Wahrscheinlichkeit ist wahnsinnig hoch, dass auch der das schon gemacht hat. Und das betrifft auch diejenigen, von denen man eigentlich eine gänzlich positive weiße Weste erwartet hat. Auch die haben es irgendwann wahrscheinlich schon mal gemacht. Das ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Mich hat es ehrlich gesagt aus allen Wolken gehauen, als ich rausgefunden habe, wen das alles betrifft. Weil ich habe ein bisschen recherchiert dazu. Ich will jetzt keinen an Pranger stellen. Allein schon deswegen, weil ich immer noch großer Fan von diesen Fursuit-Bauern bin.
Und es tut mir so weh, wenn ich nur dran denke. Oh no, aber es ist halt you make Halo cry. Ja, echt. Also ich find's, also ich weiß nicht. Grüße gehen dabei raus an. Nein, eben nicht. Und ich verstehe vor allem nicht, weil es gerade die großen Fürstenbauer auch sind, die das nicht nötig haben, die von ihren ganz eigenen Kreationen leben, davon, dass sie so individuelle Ideen haben, davon, dass sie sich abheben von der Masse, davon leben die, das ist denen ihr Haupteinkommen, dann brauchen die so eine Kacke doch nicht noch nebenbei in ihrem scheiß Etsy-Store verticken. Warum? Das muss doch nicht sein. Ja, also, ist halt leichtes Geld, ne? Ich meine, das erinnert mich so an die Zeit, an der ganz, ganz viele Leute, besonders im jüngeren Alter, ich meine, wer will es denen vorwerfen, die haben halt keine derartigen Moralvorstellungen tatsächlich zum Teil, die dann von großen Künstlern einfach die Bilder abtracen, ja, selber ausmalen, so nach dem Motto und dann sagen, hey, guck mal, hab ich selber gemalt, willst du auch so eins? Und dann hast du dasselbe Bild, das immer abgetracen ist, in anderen Farben ausgemalt. Gibt's ja auch ganz oft, oder gab's oft mal, ist jetzt zurückgegangen, ja, weil die stimmt. Leute immer fauler werden und es nicht mehr machen. Ja, aber ganz ehrlich, auch da würde ich mal sagen, wenn eine gewinnorientierte Sicht dabei ist, da hat man immer noch mal gesagt, ja, okay, solche Leute, die wirst du halt nie los. Und das sind auch meistens die kleineren gewesen, die versucht haben, irgendwie groß zu werden. Aber wenn es schon große sind, die das trotzdem noch als Nebenverdienst, wie du schon gesagt hast, leichtes Geld. Das war nämlich auch meine Frage in verschiedenen Fürstenbaugruppen, habe ich die gestellt auf Telegram. Hab da mal die Leute gefragt, wie sie denn dazu stehen und ob man als Kunde, weil ich bin der Meinung, man sollte da ein bisschen die Kunden dafür desensibilisieren, dass die nicht alles hinnehmen, sondern nachfragen. Hast du das selbst gemacht? Ist das von dir? Gibt es da vielleicht Work-in-Progress-Bilder? Oder tust du mir da gerade eine Kopie unterjubeln von jemandem? Also das sollte natürlich nicht gefragt werden, das Letzte. Man will ja auch nicht dieses Kundenverhältnis irgendwie negativ beeinflussen. Gerade, ich meine, ich weiß selber, wie das ist, wenn Leute was bei mir bestellen, die kriechen mir so tief in den Arsch, dass sie mir fast schon wieder oben zum Nasenloch rauskommen. Aber das solltet ihr nicht machen. Bleibt da wirklich immer skeptisch. Also deswegen habe ich auch diese Frage in den Gruppen gestellt, ob die Fürstenbauer selbst von sich aus Work-in-Progress-Bilder zeigen, die eindeutig belegen, dass die Sachen, die sie benutzen, von ihnen sind. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen, aber die gab es tatsächlich, diese Ausnahmen, haben die meisten wirklich gesagt, ja, hier, das ist selbstverständlich, ich schicke immer Work-in-Progress-Bilder. Und es gibt aber auch die wenigen Leute, die sagen, zum Beispiel gab es auf Twitter jemanden, dadurch bin ich auf das ganze Thema überhaupt aufmerksam geworden, der meinte, ja, ich gieße das ab, ist richtig, ich habe das aus dem Shop, das ist mir egal, ich tue das halt kopieren. Es ist aber für den Eigengebrauch. Und ich mache nur so ein paar Abgüsse für vielleicht Freunde. Vielleicht will ich es ja gar nicht verkaufen. Und andere Leute, die es dann verkaufen und verschenken. Ja, ne? Also wenn einer schon so anfängt, also erstmal, dass der ganze Post aussah, der ursprüngliche, bis ihn auch jemand darauf hingewiesen hat, hey, das hast du doch geklaut, war der ganze Post wie ein Verkaufspost aufgebaut. Nicht mit einem Preis, aber schon dieses, hey, wenn ihr das braucht, schreibt mich an. Und ich glaube nicht, dass jemand, der dieses ganze Zeug zum Abcasten da hat, das ist ja auch wieder Material, was du verbrauchst, dass er das umsonst macht nach dem Motto, hey, ich habe heute so einen guten Tag, Gebisse für alle. Ja. Oh Gott. Erstmal im Altersheim anrufen. Gebisse für alle. Das ist meiner so ein freudiges Klappern. Ich wollte gerade sagen, es haben diese Fürstengebisse in den alten, wenn man so austauscht mit den eigentlich liebsten alten Menschen im Altersheim, dann machen die am nächsten Morgen alle auf und sind plötzlich alle Raubtiere. Finde ich gut. Aber ja, alte Raubtiere, die keinen Bock mehr auf gar nichts haben. Aber tatsächlich gibt es auch Leute, die sagen dann auch, das ist ihnen ihr Geschäftsgeheimnis, was sie benutzen, wie sie es benutzen und wie sie daran gekommen sind. Ja, wenn sie sagen, das ist ihr Geheimnis, ist es aber nicht mehr ihr Geheimnis. Auf die Nachfrage konkret hin, ist das von dir? Sind wirklich Leute der Meinung, das kann man sich hinstellen und sagen, das ist Geschäftsgeheimnis. Und wenn euch jemand kommt mit, das ist Geschäftsgeheimnis, würdet ihr denn dann sagen, oh, der hat das bestimmt alles selbst in jahrelanger Übung und Schweiß und Tränen und Blut hat das alles selber gemacht? Ich zweifle. Ja, Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass dann bestimmt was geklaut ist, aber Also ich sag mal so, es gibt keinen Grund, einfach mal sowas dann auf seinen eigenen Arbeitsfluss nicht stolz zu sein, so nach dem Motto, ja, ich gehe jetzt mal hin und sag, das habe ich nicht, also ne, nach dem Motto, ich sag jetzt nicht, dass ich das selber gemacht habe, weil
Es ist ja so schlimm, wenn ich sage, dass ich das selber gemacht habe, so nach dem Motto. Und ich verstehe halt es vor allen Dingen nicht. Ich meine, gerade die Großen, die, ich weiß, es ist Arbeit, sowas abzuformen und nachzumachen. Aber man kann es doch nacharbeiten, dann ist es immer noch ein eigenes Werk. Es ist doch nicht schwer. Und wenn du nur einen verfickten Zahn austauscht, ist es schon ein eigenes Werk. Ich verstehe es nicht. Ja, das Typische, ich pack nochmal Lisa einen Hut auf, ja, ich hab das gemacht. Ja, komplett genau. Original. Genau das. Und ich finde das schade. Und ehrlich gesagt, da könnte ich mich noch Stunden drüber aufregen. Was ich aber noch viel schlimmer finde, ist, dass es die ganze Welt so hinnimmt. Dass alle sagen, okay, das ist in Ordnung. Da regt sich jetzt mal eine Woche jemand drüber auf. Da schreien sie alle, oh mein Gott. Und dann ist es wieder vergessen. Und beim nächsten Fursuit-Kauf nimmt es wieder jeder hin. Ohne zu fragen, kannst du mir wirklich Progressbilder schicken? Oder ja, kann so ich mir das mal genauer angucken? So ist es aber leider immer. Also nicht nur im Fandom und auch nicht nur bei sowas. Ja, das ist echt ein bisschen traurig. Bestes Beispiel ist ja gerade Neste mit ihren Wassersachen da in Ländern, wo das Wasser gerade knapp ist, das dann noch zu kommerzialisieren. Von Fussend auf Nestle. Ja, ich weiß, aber so ist es halt einfach. Weißt du, die tun auch teilweise Wasser irgendwo, ne, nehmen und dann einfach verkaufen und sagen, hey, das sind unsere Reserven, während irgendwo Leute sterben, theoretisch. Und ja, wer regt sich drüber auf von uns? Wer aus dem Live-Chat, der hat jetzt daran gedacht und denkt sich so heute noch so, boah, das ist jetzt ja, natürlich, Stimme. Natürlich, aber das sind auch so Probleme, wo du jetzt nicht aktiv drauf einwirken. Also ja, jeder Einzelne könnte was tun und so weiter und bla. Mach aber jetzt, sag mal, jetzt beim Fursuit-Kauf hast du einen viel größeren Einfluss drauf. Und ich finde, es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit inzwischen sein von den Fursuit-Bauern selbst, dass sie sagen, hey, ungefragt, hier hast du wirklich Progress-Bilder. Das habe ich da gemacht, das habe ich hier gemacht. Hier siehst du, dass ich das selbst gemacht habe. Sollte zum guten Ton gehören, auch wenn derjenige nicht danach fragt. Es gibt genug Leute, die das erste Mal bei jemandem bestellen und sagen, ich bin mir unsicher, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es gibt ganz viele Leute, die trauen sich nicht mal nachzufragen, weil sie Angst haben, dass sie nerven könnten und dass dann der Künstler sich keine Mühe mehr gibt mit dem, was er da tut. Das ist totaler Bullshit. Also, ihr habt da ein Kaufverhältnis miteinander. Das heißt, ihr habt auch das Recht nachzufragen. Und bitte fragt nach. Denn das ist ein Wahnsinn. Ich meine, es entsteht jetzt effektiv nicht so ein großer Schaden. Gerade bei den Gebissen aus dem Taxidermie-Shop, da gibt es so eine Regel mit nach 80 Jahren, wenn das Tier 80 Jahre tot ist, kann damit jeder einen Abguss machen, wie er lustig ist. Da gibt es überhaupt keine Rechte drauf oder so. Aber es ist halt trotzdem irgendwie Kacke. Also, gerade auch wenn ihr das Gebiss von einem anderen Fursuit-Bauer nehmt, dem versaut ihr damit auch ein bisschen das Geschäft. Das müsste euch klar sein. Und setzt euch doch lieber selbst hin, probiert es doch halt selber oder lasst es halt einfach sein. Ne? So. Das ist eine Ansage. Das, ich finde es halt, ja. Okay, ich habe mich genug aufgeregt. Wollt ihr euch noch ein bisschen aufregen? Die Regale! Okay, schön. Dann ist alles raus soweit. Eigentlich habe ich heute noch ganz viele Themen, aber unsere Zeit ist schon wieder um. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten bei diesem Sarkasmus. Vielen Dank auch an den Live-Chat, der so eifrig mitdiskutiert hat. Ja, und vielleicht habe ich jetzt bei dem einen oder anderen so ein bisschen das Käuferdenken umstrukturiert. Vielleicht fragt jetzt der ein oder andere doch mal nach Work-in-Progress-Bildern. Und ich hoffe, es nehmen mir die Leute, die jetzt genervt werden, in Anführungsstrichen, mir von Leuten, die sagen, kannst du mir bitte Bilder zeigen, wie das entstanden ist. Übel. Nicht übel. Hey. Oder wenn es mir doch übel nimmt, dann stellt euch hinten an, die Liste ist lang. Von daher wünsche ich euch allen noch einen wunderbar heißen Abend. Warum ist Sarkasmus eigentlich immer an dem einen Tag in der Woche, wo die Höchsttemperaturen sind? Keine Ahnung. Was für Höchsttemperaturen? Also so geht's eigentlich nur euch allen außer mir. Ja, wir sind halt alle außer dir sind halt keine Kellerkinder, weißt du? Ja. Das ist der große Unterschied. Okay, ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderbaren Abend. Vielen Dank fürs Mitmachen an Genius und Bloody. Und an den Live-Chat. Und ja, und danke Bravura fürs Restream auf YouTube. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt euch das bildlich sehr schön hinterlegt. Bis zum nächsten Mal und bis bald. Tschüss. Ciao.